Guten Morgen, liebe Leute. Tja, liebe Leute, wir haben nämlich lange geschlafen. Oder zumindest gegammelt oder was auch immer. Und ich habe jetzt gerade noch am Computer gesessen. Wisst ihr, was die macht? Das dauert auch immer. Frisst immer Zeit, aber die Katze ist auch ein bisschen besser drauf jetzt tatsächlich. Sie hat gefressen, sie hat getrunken. Sie hat sich sauber gemacht. Sie hat gekratzt, sie ist rumgesprungen. Und sie kam kuscheln. Das hat sie die letzten Tage halt nicht gemacht. Die letzte Woche oder so. Stimmt, eine Woche hat sie das nicht gemacht. Ja, aber wir gehen nachher trotzdem zum Tierarzt. Schauen wir mal, was die sagt. Ja, das machen wir. Das ist der Plan. So ist der Plan. Bis dahin muss hier Chaos beseitigt werden. Von Weihnachten sind wir noch nicht zugekommen, so richtig. Du kannst mir mal die ganzen Teller, denn alles, was schon gleich wieder rüberbringen kann, muss ich dann wieder rüberbringen, das tut die Schuhe. Und ich muss das Paket abschicken. Machen wir. Ach, du hast einen Preisvorschlag gekriegt für die Ringe. Ja. Ich hab zurück geschrieben. Ja? Ja, das ist ja unterm Goldpreis. Achso, was hat er denn geschrieben? 200 Euro. Achso, weil er hat jetzt, glaube ich, einen Gegenvorschlag von 220 gemacht. Nee, den hab ich gemacht. Achso, das war dein Gegenvorschlag. Ja. Ah, okay. Ich habe das nur bei E-Mails gesehen. Ja, müsst ihr, weil Goldpreis ist 240. Reiner Goldpreis. Mhm. 220 kann er also haben. So, jetzt bringen wir ein Paket weg und das Geschirr. Wenn wir hier mit einem Arm arbeiten, das geht nicht. Man hat doch zwei. Quasi doppelt so schnell. Biete Frau im Just-Look. Herrlich, so muss es sein. Jetzt geht's erstmal los. Ich brauche einen Schlüssel für drüben. Ich brauche ein paar Euros. Eurotz. Jort. Naja, hat ja schon ein Kollege angekündigt, einen Prospekt zu kaufen, wenn er überweisen kann. Das kann er natürlich. Und den werde ich jetzt gleich auch noch mit drauf. Das kommt wieder dahin. Das kommt wieder hier hin. Das hängt da rüber. Und der Duty-Show vom Weihnachtsessen räume ich jetzt einfach nur wieder ein. Deswegen bin ich hier. Wie nichts anhaben, nichts Besonderes. Aber muss ja gemacht werden. So, diese Dinge. Nichts kaputt gehen, Wahnsinn. Tja, Weihnachten ist vorbei. Jetzt können wir eigentlich hier diese die Kerzenleuchter wieder hier oben hinstellen. Also mit Kerzen. Den anderen. Stellen wir da hin. Ja, woher die hört halt, ne? Ja. Das muss gewaschen werden. Ja, so weit für ein YouTube-Video, wa? Ja, das muss gewaschen werden und das muss so und das muss so. Ja, weil ich einfach den ganz normalen Ablauf widerspiegelt. Deswegen, liebe Leute, also wundert mich nicht. Manchmal wird auch gezeigt, wie ich ein Tischtuch abräume. Jetzt ein Prospekt rausholen und dann sind wir hier schon wieder durch. Ein Griff und die Kapsel ist ja fantastisch. Da freut mich jetzt auch. Ein sehr schöner Zustand, dieser Prospekt. Oder dieses Prospekt, wie sagt man das eigentlich? Dieses Prospekt. So schön. Für Sammler ist das richtig toll, sowas. Dazu brauche ich natürlich jetzt noch eine Folie und ein Umschlag. Die Folie haben wir hier. Fantastisch. Nächste Jahr wird ein Sparjahr. Das ist der gute Vorsatz in diesem Jahr für mich. Nach Weihnachten macht man sich ja immer die guten Vorsätze. Was ist euer guter Vorsatz? So, jetzt ist auch schon verpackt. Das ist wunderschön. Ja, nächstes Jahr, da ist mein Ziel eigentlich, das Schulgeld komplett zu verdienen für wenigstens ein Kind. Und wenn ich, wie gesagt, mit Privatverkauf und allem, also alles, was ich so aus meiner Sammlung dann rausballer und so, das kommt alles dann in Pott, in Großen und das muss dann auch mal gedeckelt sein, weil wir merken ja, wir kommen sonst nicht hinterher. Die Umsätze allein im Laden, die schaffen das nicht, definitiv nicht. Da bin ich einfach nicht trendy genug. Ja. Und so, vielleicht wird es ja noch, wer weiß, aber mit meinem Alter, naja, und deswegen.
das ist das Ziel für das nächste Jahr. Ganz wichtig, dass meine Kinder, dass die Ausbildung abgesichert. So, wir sind wieder zu Hause. Müssen aber bald wieder los zum Tierarzt jetzt, denn. Und meine Frau liegt im Bett. Bauchschmerzen. Frühstück war nicht gut beim Bäcker oder was? Es hat mir ein Angebot gemacht über eBay für die beiden Ringe, allerdings unterm Schrottpreis. Und das konnte ich leider nicht annehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der sich nochmal gemeldet hat. Ich habe ihm einen Gegenvorschlag gemacht, auch noch unterm Schrottpreis, aber eben nicht so viel unterm Schrottpreis. 20 Euro unterm Schrottpreis habe ich ihm ein Gegenangebot gemacht. Aber die melden sich dann tatsächlich nicht mehr. Also bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Total bekloppt, weil zum Schrottpreis braucht man es ja nicht verkaufen. Da brauche ich ja nur hier zum irgendwo Goldhändler hin, der nimmt mir das ja auch ab. Das ist schwierig. 13:35, also dann haben wir jetzt noch ein paar Stunden Zeit und können eigentlich noch irgendwas anderes machen. Plus was machen wir? Und meine Frau müsste mir eigentlich diese Schilder machen für den Trödelmarkt. Die muss ich nämlich heute auch noch anbringen. Und Fahrräder müsste ich drinbringen. Und mein Sohn muss ich anrufen, der hat heute Geburtstag. Spielt es? Vielleicht ist er schon wach. Die Katze kommt jetzt zum Arzt. Was machst du da? Ich hab das zusammengenäht. Nadi, kann mir gehen. Sie muss zum Arzt. Lass mal offen. Katze muss rein. Ja, jetzt will sie nicht. Guck, wie sie sträubt. Sie muss zum Arzt. Kommst du mit? Und zu. Der wird dir helfen. Hoffentlich. Mietzi muss zum Arzt. Mama. Hat er vermutet? Dass du Krebs hast. Das war seine erste Vermutung. Er sagt, er kann alles sein, hat er gesagt. Er sagt, dass es Krebs hat. Man kann das ja auseinandernehmen. Jut, los geht's. Na, er hat keine Chance zu entkommen. Hoffen wir mal das Beste jetzt. Ja, oh, wir sind da. So, musst du mal klingeln? Komm, Skadi. Nein, nicht so viel gleich. Oh, geht mal zur Seite. Okay. Na, dann drin. Schauen wir mal. So. Oh Gott, ich hasse dieses Auto. Papa, ich hasse dieses Auto. Ich mag dieses Auto. Nur weil wir hier alle reinpassen. Und weil hier... Ach, wer weiß warum. Gut, also, wie sieht's aus? Was ist los mit der Katze? Ist krank. Ja, aber. Und dann haben wir Tabletten bekommen. Vielleicht auch unheilbar. Allerdings kann man nichts ertasten. Alles ist in Ordnung. Nieren sind in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Magen. Nee, der Magen ist das Einzige, was er nicht testen kann. Jetzt muss man halt einen Ausschuss. Magen? Nee, Magen macht normale Geräusche, hat er gesagt. Also arbeitet normal alles, das kann er aber trotzdem, was er sehen kann, nicht ausschließen, weil kann ja trotzdem im Magen irgendwas sein. Also entweder ist das eine Magenentzündung, dagegen hat sie jetzt Spritzen bekommen und alles. Zwei das müsst ihr dann, zwei Spritzen, genau, you know, müsst ihr dann schnell wieder gut gehen. Aber zweimal die Gleise. Oder aber es ist halt Krebs. Und der ist dann nicht heilbar. Der ist ja gar nicht mal so weit weg. So ist es, auf alle Fälle. Zum Kotzen ist es. Ey, hoffen wir mal, dass es eine Magenentzündung ist. Ja, irgendwie was wegen dem dauernden Erbrechen oder so, dass da irgendwas entzündet ist. Und dann... Ansonsten gibt es MRT noch. Möglichkeit. Wird
MRT gemacht, kostet 700 Euro, meint er, nur um zu diagnostizieren, dass er Krebs hat. Da würde er von abraten, wenn das jetzt nicht anschlägt. Ja, so sieht's aus. Wisst ihr auch Bescheid? Hoffen wir mal, Beste für Mizi. Und, die Katze schon befreit? Ja, die ist sofort nach oben ins Bett gerannt. Ist sofort auf die Leiter runtergefallen. Wunden lecken. Sie versteckt oder was? Mhm. Gucken wir uns die Katze nochmal an. Die Katze ist hier. Ach, da ist er ja. Hey, Mizi. Ja. Na, warte mal. Oh. Ich nähe weiter. Solange hat die Katze geschlossen. Die Katze geschlossen? Die Katze! Mizi, was los? Ja, warte! Ja, warte! Na, nicht am Po anfassen. Der ist clean. Der kommt nicht mehr. Der kommt nicht mehr raus. So, Mizi, was machen wir mit dir? Hm? Hast du nur eine Chance? Besser dich! Das ist die letzte Chance. Jetzt kommst du in eine Kiste. Hat er gesagt. Nicht ausgesprochen, aber gemeint. Tja, das geht dann schnell. So eine Katze kriegt man sowieso nie wieder. So eine Katze ist echt gut. Du bist eine ganz besondere Katze. Eine Wunschkatze. Du bist so eine Labertasche. Hey, bist du gemein. Du bist echt eine Labertasche. So ein Kind wie dich kriegt man ohne normal. Hey, bist du gemein. Man, die steht hier auf Kippe, ey. Wer? Ja. Ich? Die. Achso. Du auch, wenn du so weit da warst. Du kommst hier Angst, ne? Auf den Feiertagen, ne? Bist du gemein. Heute Morgen, eigentlich ganz gut, dass wir heute Morgen nicht waren. War bestimmt richtig voll. Au. Tja, Mizi, was machen wir da? Du bist jetzt schön gesund. Was bin ich? Bin ich gesund. Bin ich gesund. Werden Katzen überhaupt auch beerdigt? Also Tiere? Wird dann auch als Beerdigung was gesagt? Werden eingeäschert. Dann werden verbrannt und dann werden die entsorgt. Ich will nicht, dass sie verbrannt wird. Naja. Du kannst du einen Tierarzt dann abgeben und dann machen wir das. Du kannst das Tier nicht einfach irgendwo beerdigen gehen. Du musst das eigentlich. Ja, ja. Außer du wohnst am letzten Grundstück in Berlin. Dann ist das scheiße, ja, wo. Ja, aber eigentlich darfst du ein Tier nicht einfach beerdigen. Du musst das zur Verbrennung irgendwo. Ich hab ja Schafe gehabt mal früher. Weil ich ja viele Schafe gehabt. Die sind ja dann auch irgendwann gestorben. Und dann habe ich angerufen in Berlin beim Abdecker, heißt der, also heißt der Bestand, also der Tiere abholt, Abdecker, der muss sie dann abholen, eigentlich, die gestorben sind. Und der hat gesagt, was haben sie, einen Hund oder Katze? Ich sage, Schaf. Ja, das sind wir nicht für zuständig. Sag er, wer macht denn das? Na, dann müssen sie mal in Brandenburg anrufen irgendwo, da gibt es so Abdecker, die sowas abholen. So, dann habe ich da angerufen in Brandenburg und haben sie gesagt, na, wo haben sie denn? Ich hab gesagt, naja, hier, da wird's der Landstraße, letzte Grundstück in Berlin. Und dann haben sie gesagt, naja, sind wir nicht für zuständig. Ich sag, aber was soll ich jetzt machen? Mit Vieh über den Zaun schmeißen oder was? In nach Brandenburg werfen. Und dann wären sie für zuständig. Das kann ich nicht machen. Na, ich hab beerdigt auf ein Grundstück. Ich hab ein Loch gebuddelt, in eises Kälte, reingehackt, den Boden. Wie viele hast du denn? Na, ich hab 1, 2, 3 hab ich beerdigt. Ein Grundstück. Weißt du, man dann verschenkt. Den Rest haben wir dann ja weggeben. Gnadenhof. Da war ja kein Zustand mehr. Bestimmt sind die schon gestorben. Die sind schon gestorben, klar. Ich meine, sind alle von dir gestorben? Ja, mittlerweile schon. Die waren ja damals schon alt. Die waren ja urig alt für so Schafe. Wie alt denn? Ach, du weißt jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. 12, 13 Jahre? So alt werden die eigentlich, Janni. Wie gesagt, das ist ja schon gute Flieger und alles. Und jetzt haben wir noch behandelt, immer mit Spritzen und allem, wa? Ich hab mich schon mal gut gekümmert um die Viecher. Hat das Mizi schon sehr lange bei uns. Ganz viele Jahre.
Schon viele Jahre vor euch war die da. Ja, die war, seit du Baby warst? Seit du Baby warst? Nein. Dann ist sie ja auch 32. Die Hälfte Baby. 33. Also, die war ganz frisch. Die hat ja früher bei Oma gewohnt. Und immer wenn das Licht ausging bei Oma, hat sie im Regal gesessen im Kinderzimmer und hat alles Spielsachen auf den Boden geschmissen. Hat sie mit den Pfoten so. Und hat sie geguckt. Also, dann hat sie runtergeguckt. Dann hat sie das nächste wieder. Nee. Und was hat sie noch gemacht? Ja, das reicht ja schon. Das war wirklich lustig. Nein, noch nicht. Ich fand das gut. Ich hab gleich gesagt von vornherein, wenn die mal abgeben wird, die nehme ich. Da war Julia noch sauer auf uns, weißt du noch? Warum, Mama? Naja, weil Julia die Katze behalten wollte, aber kümmert sich auch keiner. Nee, kümmert sich keiner. Ja, und seitdem wohnt nichts bei uns. Julia wollte auch die Katze haben? Julia hat ja noch zu Hause gewohnt. Und Julia war noch ein Baby fast. Mann, wie alt war Julia da? Vor 15 Jahren, da war Julia... 13. 92. 92? Oh mein Gott! 11. Ich war 3 Jahre älter als du. Ach so, dann war sie dann wohl, dann war sie ja... 11 Jahre. Okay. Diese Alter, okay. Das ist furchtbar. Ich muss die unbedingt tackeln gleich. Hey. Okay. Die wohnen schon lange bei uns. Ganz lange unser Familienmitglied, also, die immer da war. Okay. Immer. Wie lange wohnt sie denn hier? 15 Jahre haben wir sie jetzt fast. 14 Jahre. Ein Jahr ist bei meiner Oma gewohnt. Ja. Ein Jahr bei Oma und 14 Jahre bei uns. Ah. Hallo. Da wollte Diana noch was für sie abgeben. Was? Diana wollte noch, dass wir jetzt sie abgeben. Ja, ja. Wer ist Diana? Das habe ich gar nicht zugelassen. Dianas Mutter. Ja, die Mama. Wieso? Ja, wenn die hat angeblich allergisch ist auf Haustiere. Und auf Hausstaub und auf alle. Wir hätten alles umändern müssen hier in der Wohnung. Wann seid ihr umgezogen? Wie bitte? Seid ihr denn umgezogen? Ja, wir sind doch hier. Achso, so lange wart ihr hier. Hier? 12 Jahre oder was? 12 Jahre. Warum? Keine Ahnung. Wie klein war denn da die Katze? Ausgewachsen. Na, so wie jetzt eigentlich, weil die ist ja nur dicker geworden. Ne? Sie ist so dick geworden. Sie war immer so eine Wespe und haben immer über sie gelacht. Und jetzt? Warum habt ihr denn immer... Naja, wir haben über sie auch gelacht, wo sie so dürr war, wie jetzt. Wo sie so, war sie nicht so rollig war. Doch. Doch. Kannst du die war so dünn? Ja, das Foto habe ich noch sehr gut im Kopf. Das sieht die genau so aus. Ganz gut für den Mann. Hast du schon unsere Hose gesehen? Nee, habe ich nicht. Welche Hose? Oh, die Bild auf. Ah, jetzt ist das so lange Zeit, wa? Mann, die muss ich. Rose verstanden. Rose. Jetzt verstehe auch mal was richtig. Rose. Na, die hat ja vor 2 Wochen oder was gefunden? Ja, schon. Vor 2 Wochen auf der Straße. Hast du auf der Straße? Ja. Oh. Und jetzt kommt die. Wow. Schön. Na, die erblüht nochmal. Ist bestimmt doch innen riecht und. Oder? Ja, und die riecht sehr gut. Riecht sehr gut. Ich riech gar nichts. Und du erblühst auch nochmal. Kriegen wir hin. Ja, und damit verabschiede ich mich auch für heute von euch und. Und ihr. Wir hoffen mal das Beste für die Katze auf alle Fälle, ja? Dass sie sich erholt. Und wenn nicht, naja, dann ist es halt so. Dann ist es der Kreislauf des Lebens mal wieder, hat mal wieder unerbittlich zugeschlagen. Also macht es gut. Wir sehen uns morgen. Haltet durch. Bis dann. Ciao, euer Tommy.